Nachricht an Tweez. Wenn du das hier liest, du bist ein Dummkopf. Ich sage es zum letzten Mal, wir schließen diese Tür, benutzt den Eingang im Abwasserrohr. Wenn du es nochmal vergisst, kannst du draußen bleiben. Aha. Eingang im Abwasserrohr. Okay, okay, okay. Jetzt die Frage, wo ist der Eingang im Abwasserrohr? Wait, hat das Spielzeugauto? Hat das doch Schrauben, oder? Bin ich gerade doof. Jetzt muss ich mal kurz nachgucken. Ah, Federglas, Kupfer. Schere, ne. Silber, 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 Spielkugel. Schraube, genau. Spielzeugautos haben Schrauben. Alter, wir sollten die auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe die ganzen Spielzeugautos immer liegen lassen. Wir brauchen Schrauben, ich Idiot. Okay, es gibt einen Eingang. Ein Abwasserrohr. Da würde ich ja sagen, in der Nähe vom Wasser. Da ist der, das Abwasserrohr. Wir nehmen den Eingang im Abwasserrohr. Abwasserrohr öffnen. Kann ich rein. Let's go. Wir sollten speichern, wa? Okay, da geht's nicht rein. Hier scheinen ja Typen drin zu sein. Oh no. Er hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannten sie ihn gründlich. Oh, und was hat er erfunden? Den Transdentalismus, du Kopf. Du hörst dich an wie ein Idiot. Wer zum Geier weißt du das? Ich habe mal ein Buch gelesen. Als ich die Grockner-Comics durch... Ich wünschte, ich könnte lesen. Gespräch. Gutes Gespräch. Oh. Lass sie wohl, du könntest dich verstecken, was? Das haut schon nicht rein, die Pistole, die wir haben. Finde ich echt ganz... Wow. Crit ist nicht voll bei mir. Glaube ich, oder? Habe ich einen Crit? Hör doch auf, Dogmeat, und komm zurück. Ach, Mann. Wenn wir critten, machen wir sau viel Damage. Liegt das in unserem Glückswert? Schraubenzieher, da ist Jet wieder auf jeden Fall. Hundefutter in der Dose. Psycho, schmutziges Wasser. Das ist kein Wasser, gesprungene Schale. Kronkorken und Patrone, Improps und Schweißerbrille, Raider-Rüstung, Raider-Leder. Ringmesser, Raider-Rüstung, Harnisch. Sackerboots mit Schläuchen plus, gut Zeug. Ne, das würde ich, glaube ich, den Leuten jetzt nicht andrehen wollen. Bourbon. Bourbon können wir mitnehmen. Alkohol braucht jeder. So, ist hier noch jemand? Kaffeekanne. Was? Gib mir die Kaffeekanne nur Müll? Plastikstahl, das Beste. Das ist sogar ziemlich cool. Die Kombination. Whisky, Cram, Bourbon. Ich weiß nicht, ob ich das Essen irgendwie benutzte Ölkanister. Was gibt uns benutzte Ölkanister? Stahl und Öl. Weiß nicht, wofür, wann ich Öl brauche. Es gab ein paar Sachen, wo ich Öl brauchte. Ein Safe of Meister, alles klar. Den werde ich wohl nicht entsperren. Kronkorken, Stimpak,
Impro-Pistole plus. Ich glaube, die Impro-Pistolen können wir schon... Nee, was gab's das? Apraxoputzmittel, Säure, Antiseptikum, Glasfaser. Ich glaube, Glasfaser braucht man auch an manchen Stellen. Damit braucht man wahrscheinlich alles irgendwann mal. Die Frage ist, brauchen wir das jetzt aktuell? Schlüssel für das Souvenirgeschäft. Aha! Stachelrüstung. Oh, du siehst heftig aus. Mit Leuchtwehr, Schwer, Impro, Repetiergewehr. 37 Schaden. What? Präzision, Reichweite, Gewicht. Wait, das ist aber nicht die Waffe, nicht die Munition, die wir haben, oder? Nee. Krass. 37 Schaden finde ich schon viel. Und mit der Arme können wir das aufmachen. Sehr gut. Fusionszellen, Klebeband, Kleberstoff, Kronkorken, Red X, Red Away, Silbergabel. Du trägst zu viel. Die Silbergabel war's. Okay, Splittergranate, Splittermine, Stimpack. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Waffen, Impro-Pistole, Gewicht 2,3. Severus Alpha, wunderschön. Auch dir nochmal danke für deinen Follow. Ich glaube, ich war gar nicht online, wo du gefollowt hast. Mahlzeit. Wir lassen die Impro-Pistolen hier, würde ich sagen. So. Jet. Verdammt nochmal, ja. Big Jim, Chance von 50, 20% auf Kopfkrümpeln des Beins eines Gegners. Wait, what? Das ist... Ach, das ist einfach nur die Waffe, die ich jetzt mir angeguckt habe. Komme ich wieder raus? Wenn ich das nicht nehmen will? Okay, muss ich wohl nehmen. Ich koche, glaube ich, kurz was. Dann wunderschönen guten Appetit. Ich habe jetzt Green Force ausprobiert und ich bin noch nicht überzeugt. Ich habe mir jetzt immer bestellt, hauptsächlich für die Arbeit, weil ich da nicht so viel kochen kann zwischendurch. Aber ich bin noch nicht so richtig überzeugt. Weil ich habe jetzt die Gulasch-Variante probiert und die Gulasch-Variante... Ich trage zu viel. Ich trage schon viel Schrott, ne? Günstiger Wunderkleber. Kronkorkenmine. Was gibt mir die Walltech Lunchbox? Den Schraub... Den wollte ich eigentlich ablegen. Hier, zack. Zigarrenkiste. Terpentin. Stahl und Antiseptikum, Tafellöffel, Frostschutzmittel, Säure und Plastik. Sonst hat man halt nicht so viel Säure, ne? Die Zigarrenkiste ist aber was wert zum Verkaufen eigentlich. Würde ich die gern verkaufen wollen. Und die gibt auch jede Menge Holz, Glasfaser und Stoff. Also vom Gewicht her hat die unfassbar viele Materialien. Superkleber, Frostschutzmittel, Sturmfeuerzeug, Plastikstoff, Asbest, Stahl. Das ist einfach literally Stahl. Ja, die Spielzeugautos, aber die haben halt Schrauben drin. Ja, dammit. Die Spielkugeln werden wir, glaube ich, droppen. Die Silbersachen. Pff, gut. Scheiß drauf. Ich glaube, Geld haben wir eigentlich echt genug. Stahl kriegen wir, glaube ich, auch aktuell genug. Schicke Haarbürste, Schere, Schachtelzigaretten. Red Hirschleder. Das bringt uns halt Leder, was ich eigentlich gerade brauche. Den Ofenhandschuh weg. Keramik. Keine Ahnung, wofür ich Keramik brauche. Wahrscheinlich für die heftigeren Sachen. Irgendwie Keramikrüstung oder sowas würde ich vermuten. Brauchen wir das dann später, aber... Ja, so jetzt mal wieder genug gedroppt. Kronkorken, Fusionszelle. Bergbauhelm. Wait a second. Bergbauhelm, Schadensresistenz 3, Gewicht 5. Haben wir dann noch eine andere Variante für Licht? Huh. Ist das einfach der Ausgang jetzt, den wir hier haben? Ja, das ist der Souvenirgeschäftsentsperrschlüssel, okay. Heißt das, wir sind durch? Achso, ja doch, wir hatten den hier, ne?
den Meister-Safe, den wir quasi entsperrt haben damit. Dann gehen wir mal hier oben wieder raus. Ich glaube, hier hatte ich keine... Ich müsste jetzt nochmal zur Crafting-Bench zurück, zur letzten. Da weiß ich aber gar nicht mehr, wo die war. Wir hatten irgendwie relativ vor kurzem gerade noch eine... Oh, wait. Quick Chipping Flottenliegeplatz. Ich glaube, da war's. Ich mache jetzt mal doch mal Schnellreisen. Ich will eigentlich Schnellreisen ein bisschen vermeiden. Aber ich glaube, es geht nicht ganz anders, wenn man halt diese Crafting Station immer nur an bestimmten Punkten hat, um seine Ausrüstung zu verbessern. Wir brauchten, glaube ich, zum Beispiel Leder, um da Sachen zu craften für unsere Rüstung, die wir verbessern wollen. Ich bin der Meinung, es ist hier irgendwo in der Seite drin gewesen. Oder auch nicht. Offensichtlich war es nicht in der Seite drin. Fuck. Dann war es hier in dem Seitenteil drin. Da. Rüstungswerkbank. So, und zwar unsere Metallrüstung können wir jetzt mit Taschen machen, damit wir mehr tragen können. Genau das wollte ich tun. Das wollte ich tun, damit wir einfach mehr tragen können. Machen an die Metallrüstung Taschen. Let's go. Genau, für emailliert bräuchten wir bessere Intelligenz, wenn wir halt nicht machen. Das ist halt so. So, das Ding ist poliert. Das können wir gar nicht. Wenn es nur poliert und gestärkt ist, das können wir auch nicht. Von daher können wir es nicht verbessern. Poliert, gestärkt, ohne Extras, Standard, ohne Extras, Leichtbau. Dafür bräuchten wir jetzt halt wieder Leder, damit können wir auch Taschen ranbauen. Verschweißt, Leichtbau, mit Taschen lackiert, ödelnder rechtes Bein, vernietet, Blei verkleidet. Okay. Sieht man das in der Optik eigentlich auch? Wir haben hier hinten sowas rangetackert jetzt, glaube ich, unterhalb der Schulterplatten. Aber ich glaube, das war vorher schon so. Gut. Ich würde mal kurz wieder... Ne, verzeiht mir jetzt das Schnellreisen. Aber ich wollte schnell noch die Taschen dran craften. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt mehr hatte. Ich hatte, glaube ich, vorher glatt 300. Ich gucke gleich mal nochmal ins Inventar, was das der Unterschied ist. Katalognummer. Das Gauss-Gewehr. Ja, beim Gauss-Gewehr sind wir noch lange nicht. So heftigen Schaden haben wir nicht. Ja, 10 Gewicht mehr, das wir tragen können. Ist schon nennenswert. So, wir wollten nach Süden tendenziell, oder? Von hier aus? Ja. Wir werden, glaube ich, nicht zu Sunshine Cooperative laufen. Let's go! Severus Alpha, ich vermute mal, du bist jemand, der das Spiel schon durchgespielt hat. Und jetzt zugucken wir, wie man das Spiel wieder neu entdeckt. Gehe ich einfach mal stark davon aus. Zumindest bin ich auch so jemand, der gern bei Leuten... Spiele, die ich bereits durchgespielt habe, gucke ich mir gern bei anderen Leuten nochmal an, wie dieses Spiel nochmal neu entdecken. Was ist denn das da? Wer hat denn... Oh. Da rennt jemand. Wer baut denn sowas? Ist das hier YMCA mit Autos? Hallo? Hubblume. Ist immer interessant, wie andere die Spiele spielen. Ich spiele voll Glück. Kann ich dir jetzt schon verraten. Da wohnt der Behemoth. Bitte keine Spoiler. Ich weiß, dass ein Spoiler war und nicht nur Spaß. Aber das kann ich halt nicht unterscheiden. Ich weiß nicht, was davon Spaß ist und was ein Spoiler. So, wir wollen tendenziell nach Süden. Das ist doch dann eine gute Richtung hier. Ich weiß zumindest, weil ich Fallout 3 gespielt habe, dass ein Behemoth, glaube ich, die heftigsten Supermutanten sind. Aber war jetzt gerade nicht. Das Game ist für mich komplett neu. Also wirklich, ich spiele zum ersten Mal Fallout 4. Ich habe Fallout 3 gespielt, als es damals rauskam. Da war ich noch bei der Bundeswehr. Ansonsten kenne ich Fallout... Ich habe minimal Fallout 2 gespielt, aber ansonsten ist das Spiel wirklich komplett neu. So,
Deswegen, ich kann wirklich nicht unterscheiden, was davon Spaß ist und was nicht. Also was quasi ein Troll ist und was wirklich ein Spoiler ist. Kann ich nicht unterscheiden. Das hat halt gar keinen Schutz. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen will ich das eigentlich nicht benutzen. Kann ich das drunter ziehen? Nee, dann ändert sich alles. Ja gut, geil. Habe ich das jetzt alles hin? Unterhemd, Sturmgasmaske, Winterjacke und Jeans. Lackiert, gehärtete Raiderrüstung, Metall. Rechter Arm, linker Arm. Ist einfach besser in beidem. Da werde ich nur sagen, wenn du Hilfe brauchst, ich habe rund 1600 Stunden im Game. Das ist okay. Es gibt auch manchmal Sachen, wo ich nachfrage, besonders am Anfang, weil ein paar von den Tasten nicht auf dem Bildschirm standen, gerade beim Bauen. Aber da bin ich, glaube ich, inzwischen langsam drin. Heute gute Deutsch, ich meine natürlich Hilfe. Ich habe auch einfach das E überlesen in Hilfe. Muss ich zugeben. Greaserjacke und Jeans, Bergbauhelm. Habe ich jetzt wieder alles angezogen mit dem, was ich anziehen wollte? Ich hoffe. Krass, dass wir auf dem linken Arm so viel Rüstung haben, auf dem rechten eigentlich gar keine. Wir müssen irgendwie den rechten Arm besser schützen. Also, ne, wenn ich das hier sehe, wir haben 15 links und 1 rechts. Mein Einsteiger war New Vegas. New Vegas habe ich auch durchgespielt sogar. New Vegas habe ich sogar durchgespielt. Ich sehe das, glaube ich, sogar, wenn ich drüber halte, ne? Wenn ich jetzt hier drüber gehe, bei den Greaser. Es macht halt alles, was Oberkörper ist, weg. Demnach sollten wir die anderen Sachen noch ausgerüstet haben. Achso, aber wir haben immer noch Gewicht. Bergbauhelm. Ja, Red Hirschleder Outfit. Das ist halt sauschwer und bringt fast nichts. Wir werfen das wieder ab. New Vegas habe ich gespielt. Das habe ich irgendwann auch mal zwischendurch. Aber das war, glaube ich, kurz nach Fallout 3, wo ich New Vegas gespielt habe. Muss ich mal sagen. In Fallout 3 habe ich relativ straight durchgespielt. Das habe ich in einer. Ich war bei der Bundeswehr und war auf. Und hatte einen Gaming-Laptop damals schon mir gekauft. Weil ich halt immer bei der Bundeswehr war und damals genug Geld dafür hatte dadurch. Und wir waren 2 Wochen auf Übung. Und ich war nur in der ersten Woche davon gebraucht und so. Also ich hatte eine Woche lang sozusagen eine konstante Station. Und am Ende der Station hieß es dann, okay, ab aufs Zimmer, warten auf weitere Befehle. Und dann habe ich dann eine Woche gesessen und bin nur zum Essen rausgegangen. Und habe Fallout 3 gespielt. Könntest du mal nicht im Weg stehen? Mischlingshund. Oh, fuck. Das Fleisch wiegt echt viel, oder? Scheiße. Die Fleischsachen, die. Ich glaube, wir sollten bei Essen Sachen rauswerfen. Das wir eh nicht benutzen wollen. Ja, wir haben nämlich mit den ganzen Bourbon und so, der. Food, das ist sogar benutzen, aber den Bourbon werden wir rauswerfen, scheiß drauf. Cram, Eichhörnchen, nämlich Fleisch und Bohnen. Ich bin kurz über Level 10. Ich habe Sanctuary grundlegend aufgebaut und die Minutemen wieder neu gegründet. Also ich habe auch schon die ersten, sag mal, Raider-Sachen gekillt. Das Meierlöckfleisch, Gummibonbons. Und Pilz. Ich glaube, das sagt ziemlich gut aus. Kartoffelchips. Wir schmeißen mal die ganzen Sachen raus, die wir eh tendenziell nicht benutzen.
Also, ne, sowas wie die Köterkeule und so, die esse ich ja, weil die kein Red hat, aber ganz viel von den rohen, eingepackten Sachen esse ich halt nicht. Okay, dass die Nuka-Sachen mir Verstrahlung geben, finde ich ein bisschen blöd. Psycho, Red Hirschfleisch, das kann ich grillen. Das habe ich, glaube ich. Nee, das habe ich nicht gegrillt. Red X, Ribeye Steak. Das habe ich zum Beispiel gegrillt, aber Salisbury Steak braucht man nicht. Süßkuchen braucht man nicht. Teerbeere, keine Ahnung, Todeskranz, Ultra Jet. What? Ultra Jet zu verstärken oder was? Ihr Whisky braucht man nicht. So. Viel Spaß, wer auch immer das findet. Zum Verkaufen, ja, zum Verkaufen ist richtig, aber Geld habe ich aktuell, glaube ich, okay viel. Und ich habe eher ein Problem mit meinem Gewicht von den Sachen, die ich wirklich mitnehmen will. Staatliches Vorratslager. Dogmeat hat was entdeckt? Wo zur Hölle ist denn Dogmeat? Ja. Ich habe gesehen, dass ein Geschützturm ist. Dogmeat hier geblieben. Ich hab Problem. Eieieiei. Oh Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Wait. Aua! Ich brauche was zu futtern. Stimpak. Oh Gott, das Stimpak macht ja gar nichts. Wer hat denn das gemacht? Das ist ja absoluter Quatsch. Hier, Happen. Oh no, ich muss nachladen. Raider Psycho. Aua! Da bin ich dagegen. Oh oh. Nee, das war die falsche Taste. Au. Mach doch nicht den mit mir. Alter Falter. Hoi. Heilen. Du kannst aus Whisky und Nuka-Cola dreckiger Ödländer... Was? Dreckiger Ödländer machen? Aha. Das ist ein bisschen spoilerig, mein lieber Severus Alpha. Leichte Hunderüstung. Kann ich die meinem... Gedämpft gehärtete Raider-Rüstung. Metallrüstung linker Arm. Metallrüstung linker Arm hört sich geil an. Das ist selbstgebrannter. Lederrüstung rechter Arm. Die linke, ja, die linke hat aber schon was Fettes. Die hat nämlich Champion linker Arm. Ich glaube, die kann ich das nicht umbauen auf den rechten Arm. Das ist doch scheiße. Leicht, wieso, Moment, wieso ich denn leicht? Komm mal her. Hey. Dogmeat. Hier drüben. Komm mal her. Stimmt, du hast ja auch noch einen Haufen Shit im Inventar. Das hab ich völlig vergessen. Ja, stimmt. Da waren Dinge. Da hast du meine. Wait, hast du meine Jacke? Die ganzen Waffen. Oh Gott. Die ich hier drin hab. Die Rüstung, Macheten. Ich hab völlig vergessen, dass da was drin war. Ja. Hätten wir rausholen sollen. Das Red Hirschleder Outfit können wir da mal rausholen. Rechter Arm. Schraubenschlüssel, schwarze Hose, Sturmgasmaske.
Wein, Wodka. Ich habe so viel Shit hier reingeballert, habe ich völlig vergessen. Ich wollte ihm aber die Rüstung geben. Leichte Hunderüstung. Kann er die ausrüsten? Wo sind die jetzt? Bei L? Leichte Hunderüstung ausrüsten. Haha! Das geht nicht. Okay. Es ist Dogmeat ausgerüstet. Wir müssen hier das Red Hirschleder Outfit loswerden. Dann können wir, glaube ich, wieder laufen. Eieieiei. Uff. Kurz alles durchladen. Jo. Durchgeladen ist es. Wir brauchen wieder noch was zu futtern. Fleisch vom Mischling? Nee. Eichhörnchen am Stiel. Wie wär's damit? Nom, 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 nom. Dann sind wir geheilt und wir speichern mal. Das war ja heftig, was da kam. Holy fuck! Das sollte ich wahrscheinlich später mal looten, wenn ich mehr Platz im Inventar habe. Würde ich mal vermuten. Weil so einen kompletten Supply-Cache staatlich irgendwie, das hört sich an, dass da viel, viel Loot ist. Nicht nur, also auch viele Gegner. Aber auch viel Loot. Scheint aber eine krasse Raider-Hochburg zu sein. Brennstoff? Was ist denn Brennstoff? Für einen Flammenwerfer? Gummi, Stahl, Asbest. Spannend. Ey! Macht euch ja doch platt, wenn ihr auf mich schießt, ihr Schweine. So. Haha. Ich bin der Meisterschütze aus dem... Ne, nicht aus der World. Doch aus der World. Ich bin der Meisterschütze aus... Oh, oh. Wo es gelblich wird... Ja, genau. Habe ich... ist wahrscheinlich heftig verstrahlt. Wir müssen mal ein bisschen den Weg außenrum gehen. Ja, nee. Wir gehen noch weiter außenrum. Dass es da schon strahlt, ist ja super nah, super weit weg, ey. Holy fuck. Das ist ja krass. Hier brennt was. Was brennt denn hier? Und warum brennt hier was? Als wäre hier irgendwas explodiert. Hallo? Irgendwas ist im Wasser. Hier brennt einfach. Hä? Dogmeat, du voll... Ach Gott, bist du doof. Okay, das ist wieder die Brahmin Hirschkuh. Wir brauchen aktuell kein Leder. Ich laufe gerade nach Westen. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich will nach Süden. Ich will jetzt eigentlich nicht ins Wasser schwimmen gehen, wegen dem ganzen Strahlungsshit. Okay, und irgendwie ist hier so ein Weg markiert. Ich gehe erstmal hier zur Radarstation oder was das ist. So, das ist die da wahrscheinlich. Die sind noch ein ganzes Stück weit weg, oder? Nee, das da? Ich bin irritiert. Wir wollen eigentlich nach Diamond City. Das war so... Oh, die sind aber sehr weit am Rand. Naja. Wir gehen jetzt wieder nach Südwesten. Südwesten ist da. Das ist in die Richtung. Klappe. Wir wollen gar nicht mit uns... Scheiße, nein! Hey, du, du, du. Wir wollen doch gar nicht mit euch fighten. Lasst uns einfach vorbeilaufen. Wir hätten überhaupt nichts von euch mitgekriegt. Oh Mann. Brauchen was für den rechten Arm. Cardios Television. Voll die chillige Hütte hier. Bisschen klein, aber ansonsten. Hm.
Ansonsten eigentlich ganz geil. Ein bisschen Angst, wenn ich da hingehe, dass wir da voll auf den Sack kriegen. Was ist denn das hier? Sieht aus wie eine kleine Siedlung oder sowas. Ist das eine Raider-Siedlung oder ist das eine nette Siedlung? Es müsste doch ein paar nette Siedlungen schon geben. Zumindest mal entdecken hier. Ist das irgendwie ein Funktower? Sendeturm OBB 915. Sendeturm-Terminal. Com-Terminal, Kommando inactive. Satelliten aktivieren. Okay. Aber es ist einfach mal aktiviert. Ich vermute mal, das wird später noch eine Quest sein. Raider-Funksignal gefunden, Bevölkerungswarnsystem, Notsignal gefunden. Bevölkerungswarnsystem übertragen, klassisches Radio-Notsignal. Automatisches Speichern. Hallo. Ich komme in Frieden. Ich muss jetzt das triangulieren, sehe ich das richtig? Huch. Und die gesamte verloren. Okay, das ist wohl die falsche Richtung. Haben wir es wieder verloren. Okay, also es scheint... Moment, was ist die Richtung? Südwesten? Dann scheint es im Nordosten zu sein. Wollen wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Das ist ein bisschen das Problem daran. Okay, diese eine Aufzeichnung, da will jemand Hilfe. Red Rocker, die Red Rockers sind, glaube ich. Wait, das sind Laserwaffen, die hier geballert werden. Nee, ich will noch nach Süden weiter. Das sieht mir sehr verstärkt aus. Das ist eine Polizeistation. Entdeckt Fort Hagen. Huch. Mülleimer, ist nichts drin. Dem ist ein Kronkorken. Und Zahnpasta. Plastik-Antiseptikum. Gwyneth Ale. Komme ich nach Fort Hagen rein? Oder andersrum, will ich nach Fort Hagen rein? Das ist die viel wichtigere Frage. Bevölkerung Warnsignal verloren. Hallo. Guten Tag. Komm in Frieden. Ich will eigentlich nur gucken, was hier ist. Juhu, wo geht's denn hier so hin? Sind hier wieder Ghule? Ah, hier komme ich nach Fort Hagen rein. Hallo? Oh, dir geht's nicht so gut. Maulwurfsrattenzähne, Hörschlitter-Outfit, Sportkleidung. Ventiles, Jet, Kronkorken. Laborstation. Heilung. Hier kann ich Redaway herstellen, tatsächlich. Injektor-Munition, Minen, Verwertbares. Also, das sind die Sachen. Drogen.
Off-Trid. Ich glaube, ich bin nicht schlau genug, für den Selbstgebrannten herzustellen, weil das ist ja Intelligenz. Ich habe Intelligenz 1. Ich habe das gar nicht gelevelt. Ich gehe voll auf Glück und Charisma und ein bisschen Stärke zum Tragen. Alles andere ist einfach scheiß drauf. Buff-Jet, Buff-Tabs, Fallen. Ich könnte einen Fußangel bauen. Feuerwerk. Granate. Heilung, Red Away. Aufbereitetes Wasser, leuchtender Pilz, Plastik. Ich glaube, das ist schon ganz gut, das herzustellen, würde ich sagen. Granaten können wir, glaube ich, gar nicht herstellen. Injektomunition, Bluterspritz, Funktionsübe, 10 Sekunden, 30 Schadenspunkte zu Glasfaser, Stahl, Öl. Aber womit schieße ich das? Nebelgeist. Womit schieße ich das? Würde ich jetzt mal so sagen. Habe ich nämlich keine Ahnung von. Genau deshalb schaue ich anderen gern zu. Ich gehe immer auf Charisma, Intelligenz und Stärke. Nee, also wir können mal kurz mal in mein Special reingucken. Wir haben wirklich voll Glück, also ich bin bei der Erstellung auf 10 Glück gegangen. 8 Intelligenz, Charisma, nicht Intelligenz, und Beweglichkeit 1 und ich glaube Intelligenz haben wir halt 3. Das habe ich ein bisschen hochgenommen für den XP. Hab dann aber festgestellt, ich kann ja mit dem Glück was skillen, dass ich mehr XP krieg. Und Stärke zum Tragen halt. Genau, und Minimalwahrnehmung haben wir auch schon gelevelt. Also, genau. Das war so meine Idee. Deswegen. Crafting wird eher nicht unser Ding werden, sind wir mal ehrlich, weil ich glaube, dafür brauchen wir relativ viel Intelligenz-Stuff. Okay. So, ich wollte jetzt hier in das Fort reingehen. Wir speichern mal vorher, bevor wir ins Gesicht kriegen. Gucken wir mal rein. Mal sehen, ob hier nette Menschen drin sind oder unnette Menschen. Ich tippe immer auf unnette Menschen. Bei der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Aber mal gucken, ob sich das ändert. Ob ich jetzt eines Besseren belehrt werde. Ich habe das Gefühl, der Glückstrade... Sensor meldet feindliche Präsenz. Okay, es geht schon mal um feindliche Präsenz. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Werkzeugkasten zum Entsperren. Cool. Superkleber. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Zahnrad. Okay, Sensor meldet. Ist da jemand anwesend? Okay. Der spricht mit mir. Aber wie kann ich zurücksprechen? Die Empfindlichkeit meiner Sensoren muss eindeutig neu eingestellt werden. Bewegung entdeckt. Seltsam. Ha? Okay, ich bin irritiert. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier im New Vegas-Style. Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Hallo. Hallo. Sperren wir mal das Terminal. Proud. Kein Treffer. World ist am Ende mit D, kann es nicht sein. Round. Hat auch keinen Treffer. Miles. Also. Oh! Guter Glückstreffer. Protektorsteuerung. Persönlichkeitsmodus. Erste Hilfe. Da kann er, glaube ich, nicht viel kaputt machen. Konstruktion. Feuerwehr. Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten. Hallo Protektron. Warnen Sie im Fall einer Verletzung. Aktive Sensoren, mehr nicht. Bitte bewahren. Ich dachte, er heilt mich jetzt. Fall einer oh Gott. Achtung,
Bürger, Sie können nun wieder Institut-Pistole. Ihren normalen Tätigkeiten nach. Was kann die Institutpistole denn so? Gib mir mal kurz die Waffenstats davon. Wait, Big Jim. Oh, das ist ein besonderes Ding. Ich glaube, ich drop die übrigens mal. So, Institutpistole. 15 Schaden. Ist jetzt nicht so viel. Aber gute Feuerrate, gute Reichweite. Die einfach mal ausprobieren. Ach gehen. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Personen nicht kalibriert werden. Okay. Hallo. Oh Gott. Okay, scheint nicht so gut zu funktionieren gegen den. Bin ich ehrlich. Doggy Dog? Können Sie ein bisschen mehr chillen? Ich muss mal dringend was futtern. Eichhörnchen am Stiel, let's go. Automatische Institutpistole Plus. Ich glaube, wir müssen hier Sachen loswerden. Was habe ich denn, was hier so schwer ist? Den Raider-Harnisch zum Beispiel, den wir nicht brauchen. Stachelrüstung. 14 schwer. Holy shit. Da haben wir doch schon viel verloren. Ihre Terminierung ist unvermeidbar. So, unter uns sind Gegner. Wie mache ich einen. Wie benutze ich einen Crit? Ich würde gerne einen Crit benutzen. Ziel durch Schaden annehmen. Wie critte ich? Ich will den Crit benutzen! Irgendwie darf ich nicht. Okay, die haben den Robo ja schon komplett platt gemacht. Das frisst Dogmi die ganze Zeit meine. Ist nicht so geil. Magisches Institut Pistole Plus, Kronkugeln. Meine Stimpacks frisst der jetzt die ganze Zeit. Ja, also mein Stimpack auf breites Wasser, sehr gut. Vielleicht bin ich auch damit besser beraten, weiß ich noch nicht. Ein bisschen auf die Entfernung an, mit der ich die treffen. Oh, hallo. Oh Gott, ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus! Was packt mich denn? Was? Ich kann nicht springen! Was ist denn jetzt los? Spiel! No, das Spiel ist gebuggt. Ich bin fest. Ich bin stuck. Please, no! Aha. Wieso kann ich. Jetzt falle ich dauerhaft oder was? Ich bin hier hingesprintet und komme nicht mehr weg. Ach Mann, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Gut, dass wir hier automatisch gespeichert haben. Wieso stellt man den runden Tisch so in die Ecke, dass man sich zwischen dem Ding, also wenn es den Bug gibt, warum stellt man es so hin, dass man sich da reinbacken kann? Das verstehe ich nicht. Alter. Alter Fall. Ist da jemand anwesend? Das verstehe ich nicht. Cool. So, wir können direkt mal noch Sachen rauswerfen, aus die wir vorhin loswerden wollten. Metallrüstung, linker Arm, Elite-Suit, Raider-Rüstung, Harnisch, Stachelrüstung. Ja.
Winterjacke und Jeans. Oh, wir können, glaube ich, uns trotzdem hier verstecken. Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen Sensor meldet feindliche Präsenz. Bewegung entdeckt. Seltsam. So, der hat uns tatsächlich geholfen. Ich habe mich getäuscht. Seeds. Treffer 1. Woods. Treffer 3. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auf S endet. Und bei Wood sind auch noch zwei drin. Looms? Ja. Okay. Persönlichkeitsmodus auswählen. U-Bahn-Begleitung. Was ist denn U-Bahn-Begleitung? Standard. Einheit aktivieren. Aktivierung Protektron zu Diensten, Schütze und Schiene. Ich weiß auch nicht, immer nicht, wie ich den Crit benutzen kann. Oh Gott, aua, 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 aua. Ich brauche was zum Heilen. Wie nutze ich den Crit? Wie nutze ich den Crit? Ich hab einen Crit. Schleichen, laufen, umschalten, bewegen, schnell speichern. Nee. Okay, ich muss mal kurz googeln. Fallout 4 Wets. Crits. Wie aktiviert man die Crits? How to make a crit shot in Wets. Line up shots and vets, and while it's showing the animation, look at the bottom, it will tell you what key to press. Just press it and it will change the current attack into a critical strike. Tap the space bar. Nee? Dankeschön. Das hat schon mal nicht funktioniert. Mit dem Crit. Muss ich mal so sagen. Der rennt jetzt hier. Ich würde einfach mal den Protektor begleiten. Huch! Ist über uns noch Gegner. Grundorgel. Nutzt das Klemmbrett. Schicke Haarbürste brauchen wir, glaube ich, nicht. Kronkürbel. Militärisches Klebern, ist das besser als normales Klebern? Bunsenbrenner. Ich schütze. Oh ja, du stehst im Weg. So, wir speichern mal zwischendurch schnell. Weil hier ist was wieder auf unserer Höhe. Angeblich. Ja, noch in die Richtung. Dreckige US-Flagge. Keine Ahnung, was ich mit der US-Flagge machen kann. Wait a minute, da wurde geschossen. Da kann ich schlecht durchschießen, Brodies. Ist ein bisschen unfair. Kann ich das eigentlich anschießen da? Nee. Sowas kann man nicht zum Explodieren bringen. Okay, haben wir das mal geklärt. Wir machen immer null Schaden damit. Haben die Teile eine Rüstung oder was? Man braucht viel Single Damage. Das wirkt ein bisschen so. Oh, wir haben ein Level Up. Level 22.
Ich weiß nicht genau, woran das liegt, wann ich gritten kann oder nicht. Severus, hast du da einen Tipp? Wann ich gritten darf. Critical meter has to be full. You get notification if you can make a critical shot. Pass on the bottom. Critical shots always hit, so it's great to aim your critical shot at the head. Thanks for the feedback, folks. I have some success, but still don't feel like I'm in control of what happens. So. Was für ein Tipp so gerade nebenbei. Wie kritte ich oder warum kann ich manchmal nicht kritten, wenn ich im Wett bin? Also wie geht aus dem Wett-Ding heraus, die Crit? Wie geht's? Und ich habe eigentlich einen Crit aufgeladen, meiner Meinung nach, aber ich darf Crit nicht auslösen. Genau, jetzt zum Beispiel. Ich habe unten meiner Meinung nach den Crit voll, aber ich darf ihn nicht auslösen. Denke ich. Der ist doch unten hier voll, die Leiste. Ziele durchschalten, Körperteil, Tab zurück, E annehmen, Q auswählen. Ich habe nicht Leertaste für Kritten. Und Leertaste hier geht auch nicht für Kritten. Die sind ja an der Waffe? Oh oh. Wieso bist du jetzt plötzlich gegen mich? Du warst doch gerade noch für mich. What the fuck? Drück mehr als einmal auf die Stelle, die du treffen willst. Okay. Probieren wir gleich mal. Zugekettet. Bitte stehen Sie still. Wohnkurven. Hier können wir was entsperren. Dammit! Wie schön. Raider-Rüstung, linker Arm. Wir brauchen den rechten Arm. Das ist recht arm, oder? Oh no, ich wollte nicht alles nehmen. Ich wollte nicht alles nehmen. Nein! Nein, dammit. Genau, das hier ist die bessere Variante für den rechten Arm, wa? Linker Arm hier, weg damit. Raider-Rüstung, Harnisch auch weg damit, so. Wenn ich mich recht erinnere, musst du Q drücken beim Ballern. Ich hab schon mal irgendwann einen Crit ausgelöst. Ist halt nur blöd, wenn man auf Glück geht, was ja auch die Crits bevorzugt und dann die Crits nicht nutzt. Das ist irgendwie nicht so smart. Habe ich so das Gefühl, Schachtel zu retten. Wecker verstellbar. Was ist ein Wecker? Aluminiumglasfeder, nukleares Material? Yo, what? Spannender Wecker. Ich glaube, hier haben wir das meiste durchgelootet. Oh, ne, hier hinten nicht. Sprengstoffkiste Einsteiger. Splittergranate. Splittermine, Molotow. Das ist eine dumme. Aua, aua, aua! Hör doch auf! Dogmeat, du bist im Weg! Du Scheißhund! Meine Fresse! Oh Gott!
Ja, danke. Danke für deine Hilfe trotzdem. Bis bald. Hoi. Und viel Erfolg beim Einkaufen um 12 am Samstag. Das wird eine Weile dauern, nach meiner Erfahrung. Karottenblume, Köterkeule hier. Nom für Healing. Okay, anscheinend mochte der Verteidiger hier nicht, dass wir seinen Kumpel geschützt zum Angegriffen haben. Da essen alle Mittag, das ist bei uns leer. Okay, ist krass, bei uns nicht. Bei uns ist da immer sau voll. Okay. Hier bin ich aber nicht durchgekommen. Ich muss durch den anderen. Moment, nee, es gab noch. Hier ist zugesperrt. Hier geht's nicht durch. Ja, ich habe keinen Glück, aber danke. Ja, danke. Hier geht's nicht lang. Es gab doch noch einen anderen Weg. Den habe ich jetzt wieder aus den Augen verloren. Shit. Hier lang. Hier lang ging's noch. Nee, hier war ich dann auch schon durch. Kann ich gegen Synths einfach nicht critten? Das ist ja mega mies. Hat gut funktioniert. Wir haben sicher schreckliche Angst. Alles klar. Haarklammerbox, Kronen gucken. Kronkurken, Mais, Schachbrett, Kronkurken. Kann also ein Schachbrett nutzt. Terminierung der organischen Lebensform. Okay, wir quicksaven nochmal. Terminierung der organischen Lebensform. Wir müssen jetzt an dem blöden Geschütz vorbei. Ich will mal was probieren, ob ich an dem Geschütz auch anders vorbeikomme. Kann ich das irgendwie. Nee, kann ich nicht interagieren mit. Ohne Kupferstahl, Kupferglas. Kommen Sie aus Ihrem Versteck. Hervorragend. Abgenutztes Klemmbrett. Okay, haben wir erstmal das platt. Sensor meldet feindliche Präsenz. Sensor meldet feindliche Präsenz. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ey. Jump initiiert. Kontakt festgestellt. Doch nicht. Uff. Dogmeat, geht's noch halbwegs okay, hoffe ich. Wir haben den Anführer, glaube ich, platt gemacht und haben schon wieder ein Level up, ey. Blutiger Tod. Das Feinde gelegentlich zu einer blutenden Masse explodieren. Vorsicht vor umherliegenden Augäpfeln. Schnurre findet nachher Munition in Behältern, Kronkorken in Behältern. Level 22, Level 11, Inselbegabung. Mehr XP, yes. Für noch mehr XP-Trigger. Oh, da. So haben wir nicht gewettet. Ich hab's genau gesehen, die Mine. So hätte ich auch in die Luft jagen können, wahrscheinlich. Die ganzen Jungs. Ist noch mehr, oder? Also das Türme, das kann ich nicht knacken. Klebeband. Kronkurken. Golduhr. Patronen. Können wir hier die Versperrung wegmachen? Ja, wahrscheinlich komme ich jetzt nur hier dran. Molotov Cocktail, Splittermine. Was ist das? Eine Impro-Pistole? Leicht kompensiert Impro-Pistole.
Keine hohe Feuerrate mit Impro Revolver. 24 Damage. Aber es wiegt doch 8. Das ist da sauschwer. Bewegung entdeckt. Seltsam. Ist immer noch irgendwie einer. Und das kriege ich wahrscheinlich nur auf über das Terminal. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ist da jemand anwesend? Achso, und über uns ist auch noch was. Gut, dann gehen wir mal über uns. Speichern wir nochmal. Hoppala! Yes! Da kommt er wieder! Der mysteriöse Mann, der uns hilft. Danke, Dogmeat. Danke, Dogmeat. Fusionspatronen. Automatisches Institut Pistole Plus. Bist du irgendwas wert? 56. Macht aber auch nur 7 Schaden. Institut Gewehr. Ist ein bisschen heftiger, aber auch nicht so krass. Oh. Aber das mal aus sicherer Position weg. So, haben wir es dann jetzt hier. Oh, was ein Stress, ey. Kronkorken. Kamera. Radio aktivieren, nee. Schreibtisch, abgenutztes Klemmbrett, Weinflasche, Kronkorken. MG-Geschützzone. Terminal-Grafikkarte, ich glaube, die ist selten. Plastik, Silber, Schaltkreise, Sicherung, Kupferglas. Kronkorken. Kronkorken. Wir looten hier die ganzen Kronkorken raus. Hier gibt es auch noch ein bisschen Munition, die wir entsperren können. Mal nach rechts gedreht. Das ist ja sauselten. Leuchtfackeln, okay. Auch ganz nett. MG-Geschützturm. Hallo. Gefühl, ich komme hier. Holz haben wir, aber wir können nichts. Doch hier, Redhirsch können wir herstellen. Köterkeule. Wieder ein bisschen geile Heilung haben. Sehr, sehr schön. Dann können wir uns auch wieder Hilfsmittel. Gegrillte Redhirsch. Nehmen wir mal das Meyer-Lurk-Fleisch. U-Bahn-Marke. Wert 1, Gewicht 0, U-Bahn-Marke. Die müssen bestimmt auch irgendjemanden bringen. Bei dem niedrigen Wert lohnt es ja nicht, das zu verkaufen, hat aber Gewicht 0, also sollte man die wahrscheinlich mitnehmen. So, vom Game Design klingt das wie, gibt die jemanden später ab. Schachtel Zigaretten, Liga-Bowling. Kronkorken, Klemmbrett. Schreibmaschine kann ich hier mitnehmen. Die ist mir ein bisschen schwer wahrscheinlich. Für meinen Geschmack, um die mitzunehmen. Zigarettenautomat. Im Zigarettenautomat sind Kronkorken. Das will mir einer erklären, wie das geht. Blähfliegenfleisch. Also hier hat schon jemand anscheinend in der Apokalypse noch angefangen zu überleben. Hat hier einiges schon reingeknüppelt. Dammit. Perfekt. Ja. Blutpaket. What? Alles klar. Wir sollten wahrscheinlich auch irgendwann mal die Stimpack-Heilung erhöhen, weil die ist jetzt echt ein bisschen niedrig für das, was wir machen. Commonwealth. Jetzt bin ich oben drauf.
auf dem ganzen Ding. Sind da immer noch irgendwelche Fortschritt-Sachen? Gegner, die mir das Leben schwer machen? Fortschritt-Sachen, Gegner, die mir das Leben schwer machen. Sachen machen. Explosionen krachen. Mehr fällt mir nicht ein. Ah. What? Da sieht aber jemand fancy aus. Sie ist jetzt abgeschlossen hier? Fort Hagen. Nee, ist sie wirklich. Welcome to the Hamlet. Hey, Jolliless. Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ich habe es nicht völlig falsch ausgesprochen. Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen im Stream. Seien Sie willkommen. Bitte keine Spoiler. Ich spiele zum ersten Mal dieses Spiel. Ich sag's, weil wir heute schon mal jemanden hatten, den es doch überrascht hat. Obwohl ich das ja mehr oder weniger im Titel stehen habe. Okay. Kann ich hier irgendwas machen oder ist es einfach nur ein anderer Eingang? Hier oben drauf. Hallo. Hallo, hallo. Sind wir eine Taschenuhr, Kleber und Schraubenschlüssel? Kleberstoff. Zahnrad, Silberfeder. Für einen U-Bahn-Magen. U-Bahn-Magen habe ich ja gerade gesagt, muss ich irgendwie, glaube ich, irgendwo für irgendwas benutzen. Hm. Jetzt bin ich oben auf dem Fort drauf. Aber ich habe noch nicht rausgefunden, was mir das bringt. Außer oben auf dem Fort zu sein. Huch. Hopp. Okay, springen kann man ganz gut. Hier bin ich rausgekommen. Oh, Johnny, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es eine Fallout London Mod gibt oder geben wird. Aber wenn ich noch Bock auf Fallout habe und mit Fallout 4 durch bin, warum nicht? Ich hänge ein bisschen darauf ab, was ich Lust habe zu spielen. Ich muss zugeben, ich bin nicht jemand, der ein einziges Spiel spielt. Fallout ist mein aktuelles, sag mal, Projekt in Anführungszeichen. Aber das kann sich also irgendwann auch mal wieder ändern. Ich will Fallout jetzt schon durchspielen, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt das nächste Jahr nur Fallout spiele. Das ist unrealistisch bei meiner Vergangenheit, sag ich mal so. Okay. Ich springe jetzt einfach mal hier runter und hoffe, dass mir das nichts, dass ich da oben alles erwischt habe, was ich erwischen wollte. Jetzt bin ich wieder hier unten. Okay. Hier waren wir schon mal. Von daher. Vielleicht, wahrscheinlich. Kannst du dir nicht ganz sagen. So, das ist die gleiche Munition, ne? Können wir wieder mit der 10mm spielen. Also. Moment. Jetzt ist die Frage. Ich google mal nach Fallout London. Damit ich mir das merken kann. Hab ich noch nie von gehört. FalloutLondon.com. Öffnet direkt mal in YouTube. Ich lasse es einfach mal offen, da kann ich es mir merken. Oh oh. Wieso habe ich gerade einen Klonk gehört, als hätte es eine Granate entsichert? Gefällt mir gar nicht, dass ich das so höre. Ja, wir wollten beide nach Süden. Mehr Patronen. Finde ich gut. Da ist nichts drin. Und da ist eine Blähfliege. Oh no, da sind mehr Blähfliegen. Wie verhalten die denn aus inzwischen? What the fuck? Ah, jetzt da! Während das aktiviert muss ich... Okay. Ich hab da was im Gesicht, das ist ja widerlich. Das ist ja absolut disgusting. Ist das jetzt, weil ich was im Gesicht habe? Was ist hier alles so? So. Ist wie es ist. Nicht mich aussaugen wieder. Das ist widerlich.
Ich glaube, es ist ein Redstorm, ehrlich gesagt. Ich krieg die scheiß Fliegen nicht tot, ne? Die sind absolute Endgegner für mich gerade, die Blähfliegen. Das ist ja Wahnsinn. Wieso mache ich so übel wenig Damage? Okay, Zong. So, so geht's. Hab's verstanden. Ich habe rausgefunden, wie ich Crits mache. Oh, hallo, wo kommst du denn her, Dogmeat? Plus Red, ist ja schon mal gut. Bestimmt eine gute Sache, dass ich plus Red habe. Ein Decker-Outfit. Was kann das, ein Decker-Outfit? Nix. Cool. Er kann einfach nix. Ups. Hört sich nach einem guten Ding an. Rumkorken. Warum? Verbranntes Lifestyle-Magazin. Oh. Ordner. Kann ich einfach nur nehmen. Wecker. Telefon. Ist das einfach, weil es hier draußen jetzt gerade so stürmt oder sowas? Oder was geht hier ab? Warum werde ich gereddet? Oh, jede Menge Muni. Dark Meat! Oh, nö. Die Treffer waren kind of okay. Tötet halt das Vieh nicht ganz. Wo ist denn jetzt hin? Hä? Verarsch mich nicht. Okay, Dogmeat hat die jetzt unten getötet. Alles klar. Cool. Blähfliegen konnte man auch grillen, ne? Blähfliegenfleisch. Wenn ich mich nicht irre. Kronkorken. Schlüssel der Blattklinik. Ah ja. Eine Wirbelsäule im Aktenschrank? What the fuck? Wollen wir drüber reden, was hier abgeht? In der Klinik? Warum eine Wirbelsäule im Aktenschrank hängt? Da war die Blähfliege unten. Ich bin schlecht im Zielen. Alter, wer schießt die denn? What the fuck? Meine Jüde. Okay, irgendwie, aber hier muss man doch irgendwo noch das benutzen können, den Schlüssel für die Klinik. Wir sind zurück. Oh, nee. Wir haben den Eingang aber noch nicht gefunden. Wo sind wir? Wir haben den Schlüssel gefunden für den Klinikteil. Ja, aber dann hat er auch den Flügel. Nutzen könnten, wenn wir wollten. Haben wir ja richtig gut getroffen. Läuft. Ein bisschen schauen. What the fuck? Die hängt da einfach, oder? Jetzt fliegt's weg? Was? Okay, mir auch egal. Wenn's weg ist, ist weg. Kurzes Improgewehr. Hier haben sich Leute verteidigt. Kronkorken. Da ist ein Stimpack. Leere Blutpakete. Reagenzglashalter. Loop. Mehr Muni. Ein Stimpack. Alles klar. Mach die armen Leute platt, die schon tot sind. Die Leute, einfach mal kurz. Batz! Schöne Schrote in den Rennnacken rein. Warum hat das irgendeine Haarbürste dabei? Okay, wo können wir das benutzen?
Müsste hier in der Nähe sein. Hier gibt's auch generell noch einen Eingang, den ich nicht gefunden habe. Bis bald, alles klar. Dankeschön für den Follow und ich wünsche dir was. Hauen Sie rein. Wait. Radkappen brauchten wir, weil da Schrauben drin sind. Ich trage zu viel. Ich trage zu viel. Ich habe einen Haufen Jet dabei. Erstmal eine Köterkeule und Kaugummi raus da. Kralle 323. Wunderschönen guten Tag. Auch dir. Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich hoffe, du fühlst dich ja wohl. Was schmeißt man denn jetzt weg davon? Haben wir Kleidung, die wir noch wegschmeißen wollen? Ja, wir können die eh nicht. Achso. Die bringt nicht so viel. Können wir wahrscheinlich wegschmeißen. So. Ah ja, hier. Hier habe ich den Schlüssel doch gefunden, endlich. Hätte ein bisschen schneller schießen können, der Gute. Hätte ich den Hit nicht abkriegen müssen. Oh oh. Was ist das für eine Falle hier wieder? Die Affen reagieren ja immer irgendwie, sind ja irgendwie immer Fallensachen. Zumindest habe ich das letztens so gefühlt gehabt. Kann ich hier was deaktivieren? Kann ich irgendwie anders daran? Sowas kann man nicht wegschießen, nee. Das geht nicht. Zerstörungsphysik ist hier nicht drin. Okay, wenn ich aber schleiche, scheine ich das nicht auszulösen. Schachbrett. Verbrannter Grockner-Comic. Hat einfach Papier anscheinend. Teddybär. Müssen wir das Terminal entsperren anscheinend. Das haben wir nicht mehr am Schleichen. Das sind wir nicht mehr am Schleichen. Wand Treffer 2. B-A-N-T, Treffer 2. Das kann also nicht sein, weil das hat nur eine Übereinstimmung. Cave auch nicht. Body fast. Fast ist nur Treffer 1. Also es ist nicht A und T, sondern es ist irgendwie... Treffer sind woanders. Also 1 oder 3 von Wand war richtig. Many? Bin drin. Okay. Bluttestprotokolle. Passwort der Blattklinik hinzugefügt. Greater Mask, Ablauf, Routine, Bluttest. Gegenüber Patienten vertraue ich zum Blutabnahme in Testreihenfolge. Patient entlassen. Blutprobe an Analyselabor im zweiten Stock übergeben. Sollte kein Hilfsgriff verfügbar sein. Eingehende Proben eindeutig Kennzeichen in einem Laborkühlschrank aufbewahren. Okay. Testprotokolle. Erhöhter Blutzucker, Cholesterinwert, Risiko Diabetes, Gewichtsreduktion, Hinweis, Gesundheitszustand, Offiziers gemäß Dienstanweisung als ausgezeichnet angegeben. Gemäß Dienstanweisung als ausgezeichnet angegeben. Vitamin D-Mangel, hoher Blutdruck, von tierischer Arbeit mit viel Stress und Spannung erforderlich. Ich habe die Gems im Blutlagerraum im Keller versteckt. Sie sind in einer Box im zweiten Kühlschrank, dritte Reihe, unterstes Regal. Der Kontakt will sie heute Nacht haben. Komm nicht zu spät, lösch diese Nachricht. PCR-Analyse. LOL. Okay, hier gibt es irgendwelche Verwandtschaftssachen. Standard-Test auf... Okay, okay. Pflegeanweisung, Teddybären zu desinfizieren. Okay. Stimpak nehmen, Stimpak, Kronkorken, Bafut. Kronkorken, Knochenfräser, OP-Tablett, nö. Rote Flasche,
Großes Becherglas, wird man Glas kriegen. Ist nicht sicher, wie ich das so ein Ding deaktiviere. Oder was das genau bedeutet. So, aber hier geht es auf jeden Fall noch runter. Speichern mal vorher. Sind hier jetzt irgendwie die ganzen Blutfliegen, weil hier... Ja, da sind noch mehr Blähfliegen. Was? Okay, wir haben einen Crit ready. Oh no. Block mich doch nicht, du Vollfürsten! Der hält ein bisschen viel aus, für meinen Geschmack. Und der macht ganz schön viel Red Damage und der macht generell ganz schön viel Damage. Alter, what the fuck? Wann ist die denn hier gestorben? Nö, nicht auf mich! Och, doch nicht plus 12 Red! Ach, diese Scheiße, Mann. Oh Gott, macht das Ding viel Damage. Wir brauchen noch ein Futter, wir brauchen noch ein Futter. Alter. Oh Gott. Ich mach das halt niemals platt. Nee, das werde ich neu laden. Das schaffe ich nicht. Ich mache halt gar keinen Damage dem Ding. Wenn ich hier reingehe, hier unten. Das muss ich ein andermal machen. Oh Gott. Granaten könnte ich machen. Tatsächlich. Sie dem Granaten helfen. Das war falsch geworfen. Die sind halt sauschnell. Oh Gott, ich will hier raus. Und da ist noch ein Min. Oh Gott. Nee. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gut schaffe. Warum? Was macht eigentlich die Mine da? Wo kommt die her? Was macht die Mine da, ey? Okay, die ist schon länger hier. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Lederrüstung, Harnisch, abgenutzte Filzhut, Gurtzeug. Glück 1. Ah. Ist eine hübsche Variante von dem, was wir aufhaben. Achso, alternativ müssten wir einfach mal unsere Sturmmaske wieder aufziehen. Um gegen das Viech zu kämpfen, weil wir dann deutlich mehr aushalten. So, neuer Versuch. Upp, weg, weg. Nein, Doc, mich nicht nach unten, nicht nach unten, du Vollidiot! Ach Gott, der kommt halt super schnell ran. Der kommt halt super schnell ran. Da war die Mine. Die
Die haben Totenkopf hinter sind über dem Level und musst Waffe stärker machen. Wunderschönen guten Tag. Achso, Karl, du hast vorhin gefordert, ne? Wo ist denn jetzt eigentlich Dogmeat hin? Okay. Kann ich dich rauspullen? Das kämpfst du wieder gegen Dogmeat, wa? Aua! Ich will das aber schaffen irgendwie. Jetzt ist mein Hund halt schon wieder da unten am rumjuckeln. Wenn Dogmeat doch mal... Ich muss Dogmeat hier oben lassen, glaube ich. Ich brauche wieder was zu futtern. Oh Gott. Aua! Aber es ist machbar! Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wenn es mich jemand ansaugt, nicht mehr. Ach shit. Es war machbar. Es war machbar. Ich muss ihn halt bloß. Ich muss Dogmeat hier rausholen. Psst. So, du kommst jetzt mit. Hä? Du tragst jetzt zu viel. Ich will dich hier hin. So, und du bist jetzt bleiben. Ups, das war 5. Warte. So, was habe ich aber irgendwie zu, was aufgenommen, was ich nicht haben wollte? Irgendwas habe ich aufgenommen, was ich nicht haben wollte. Wie wäre es denn damit? So, F5. Granaten werfen funktioniert irgendwie nicht. Die müssten nicht gegen Molotovs voll. Voll empfindlich sein. So Insekten. Ich hatte vorhin noch Molotovs dabei. Da. Halt L gedrückt und lass wieder los, um Granaten zu werfen. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wir können erstmal hier durch, glaube ich, machen. Hallo? Nice one. Hab ich ja richtig gut hingekriegt. Ich dachte, ich kann da drüber werfen. Das hat ja richtig gut funktioniert. Nicht. Ach, shit. Hä? Wie bin ich jetzt da? Wieso bin ich jetzt plötzlich da drin gewesen? Shit, ich wollte hier raus. Okay. Haben wir die Blähfliege. Hallo? Jetzt will ich die Tür zumachen. Ha! Outgamed. Okay, ich komme da nicht durch, ne? Ne, man kann da nicht durchwerfen. Aber ich kann sie trotzdem anschießen, tatsächlich. Eine sehr unfaire Cheese-Taktik, aber man kann sie anschießen dadurch. Okay, da nicht mehr. Da anscheinend nicht mehr. Okay, hier ist super viel Radiation. Ob die das nicht trifft? Splittergranate. Wow.
Oh oh. Ich wollte hinter mir die Tür zumachen. Okay, sie haut ihn wieder ab. Dann kann sie rumschießen. Haha. Nicht mit mir. Oh no. Ups, das ist das Falsche. Okay, ist fast tot. Wir kriegen das hin. Dogmeat hat was gefunden. Super. Ich weiß noch nicht, ob die Ressourcen sich hier lohnen, die wir hier einsetzen. Oh. Treffen uns nicht mehr damit. Ich habe echt Angst vor dem Scheißviech. Diese mutierte Drecksplage. Jawohl, jetzt. Endlich. Wir haben es tot. Hat ja nur ein paar Versuche gebraucht und wir mussten super viel schießen. Hallo Dogmeat. Hey. Folgen. Komm schon. Danke. Jetzt muss aber auch lohnen, was da unten ist. Jetzt muss ich es aber auch lohnen, was da ist. Und danke für den Hinweis mit dem ist über deinem Level, aber ich wollte das trotzdem jetzt machen. Kronkorken, unfassbar viele Granaten geworfen. Ich habe ein bisschen Angst, hier reinzusteppen oder in die Nähe zu kommen. Alles klar, Dogmeat, du nicht. Klebebandschere. Flasche Frostschutzmittel. Emaille, leere Farbdosen. Speicher nochmal, ich hab echt. Ne? Vorkriegsgeld. Was? Warum ist da Vorkriegsgeld dabei? Kronkorken. Das ist hier, glaube ich, nix. Hirnpilz haben wir schon genommen. Plastiklöffel, alles klar. Mikroskop. Drücken. Medix Blutpaket. Das ist, achso, das ist jetzt die Sachen, wo wir. Okay, wo wir rankommen. Was halt schon ein ziemlich fetter Loot ist. Sind wir mal ehrlich. Psycho. Schrotpatron, Patron, Photon, Molotow, Splittermine. Ein Jagdgewehr. Das macht 40 Damage, taktisch schwer. 308. Das hört sich ziemlich geil an. Aber jetzt bin ich zu voll. Jetzt bin ich leider zu voll. Packen wir das mal hier rein. Blechdose. Blechdosen und was brauchen wir denn noch nicht? Blutpakete, Blähfliegen, Drüsen. Die machen halt Säure. Blähfliegenfleisch, die können wir, glaube ich, die Bourbonflasche können wir loswerden. So, jetzt haben wir zumindest erstmal wieder alles. Blutpaket, Blutpaket. Du bist so hart im Weg, Dogmeat. Kannst du das bitte sein lassen? Hey, hier drüben. Champ-Versteck, entsperren Einsteiger. Geschafft. Buffo-Jet, ja, kann man alles nehmen. So, jetzt müssen wir halt natürlich wieder perforiert leicht. Jetzt müssen wir mit Lachen loswerden. Waffen würden sich anbieten. Wie die hier zum Beispiel, weil die einfach auch nichts wert ist. Ganz viele Impro-Waffen. So, das Jagdgewehr will ich mir aber jetzt eigentlich schon angucken.
Oder eigentlich auch ausrüsten. Anstatt mit dem Scharfschützengewehr, nämlich was 14 Damage macht, hätte ich da schon das Jagdgewehr. Da müssen wir, glaube ich, noch einen Visier draufpacken. Ja, es hat sogar ein Visier. Wir haben aktuell auch ganz gut Schuss. Also, die Waffe ist, glaube ich, schon geil. Die Reichweite ist noch nicht so krass. Impro. Wir haben Impro-Scharfschützengewehr, ein Impro-Revolvergewehr. Achso, weil das. Ja, die haben sehr viel unterschiedlichen Damage. 45er verschießen wir damit. Damit 10 mm. Damit halt Schrot. Damit 38er. Ja, und das Jagdgewehr ist 308er. Keine Ahnung, auf die 6. Ich würde es eigentlich erstmal mit der 10 mm Pistole weiterballern. Heidenei, ey, das war mal eine Aufgabe hier. Das war mal eine Aufgabe. Krass. Also wir wollten eigentlich. Langsam müssen wir nach Westen abbiegen. Wir wollten eigentlich hauptsächlich nach Diamond City. Westen ist da. Oh, hier gibt's aber. Ho! Hallo? Es weicht aus! Schraubenzieher. Kleber und Malpinsel. Torso, Bein. Hier könnten wir halt noch eins aufbauen. Haarklammern. Okay. Schränkchen. Ist ja eine krasse Power-Rüstungsstation. Bin mir nur nicht sicher, ob das hier wirklich. Klebeband, Schere. Bourbon, Schachtel Zigaretten, Stromkorken. Sicherungen. Ich glaube, Sicherungen sollte man mitnehmen. Terpentin. Ich habe leider nicht im Kopf, welche Ressourcen davon, also andersrum, welche von diesen Schrottsachen, welche Ressourcen bringen beim Wiederverwerten. Was bist du denn? Du siehst auch wieder aus wie eine Werkbank. Günstiger Wunderkleber, leere Farbdose. Ich weiß auch nicht, welche Ressourcen ich gerade brauchen würde, aber wie gesagt, Crafting ist eigentlich gar eh nicht so das, worauf ich gehe. Von daher brauchen wir, glaube ich, generell nicht so viel davon mitnehmen. So, wir wollen nach Südwesten, also in die Richtung. Da ist noch irgendeine Bunker oder sowas. Das ist, glaube ich, auch wieder relativ heftig. Und ja, stärkere Waffen hätte ich gerne, aber stärkere Waffen kann ich gerade noch nicht so richtig. Bevölkerungswarnsystem-Übertragungssignal gefunden. Okay, du bist als Bunker markiert. Aber hier sind relativ viele Tote. Dann Schrot, I guess. Schrotflinte müsste nur irgendwie mehr Reichweite kriegen, weil die sehr viel Damage verliert, sobald sie ein bisschen minimal auf Entfernung geschossen wird. Okay. Jede Menge Tote. Bürgerunterschlupf. Entsperrung, Schlüssel erforderlich. Hallo, ist hier jemand? Guten Tag. Da ist doch ein Knopf zum Drücken, oder? Terminal. Ich vermute mit dem Terminal. Oh, spielt gerade Molotov, guck dir. Nur mit dem Terminal kann ich das entsperren. Würde ich jetzt vermuten. Türsteuerung. Tür aufschließen, genau. Frage ist, bereue ich das jetzt gleich? Dass ich das aufgesperrt habe. Mal sehen. Fuck. Ich habe mir eine verdünnte Kohle aufs Mauspad gekleckert. Dammit. Werde ich das irgendwann mal waschen müssen. Okay, wenn wir hier wieder. Ich habe das Gefühl, wir sind wieder im Nahkampf.
Schrotflinte. 10 mm Patronen. Eine gute Variante. Oder wir nehmen halt die, aber da haben wir bald keine Munition mehr, deswegen. Wir ballern halt einfach viel. Ist halt gegen starke Panzer ein Problem. Warum seid ihr hier alle tot? In dem Bürgerunterschlupf. Stealth Boy. Was ist denn ein Stealth Boy? Ist das Schrott? Nee. Okay, ich krieg die Mods ja doch. Ich kann die Mods ausbauen oder jemand anderem draufbauen. Ha. Huh. Brauche ich halt nur. Was ist ein Stealth Boy? Diverses. Nee, hier ist es auch nicht dabei. Das hier. Untersuchung. Hm. Mir ist nicht klar, was das ist. Gewicht 1, Wert 100. Einfach zum Verkaufen? Brotdose, Nuka-Cola, Mais. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Dann sollen wir wahrscheinlich was essen, einfach erstmal. Hm. Reicht nicht. Speeres Leuchtvisier Impro Repetiergewehr. Ey, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Impro-Automatikpistole. Werfen mal zwei von den sinnlosen Waffen ab. Okay, es wird beides zum gleichen Punkt. Ist ja nicht ganz klar, was hier passiert ist. Jede Menge Leuchtsachen, Leuchtpilze. Hm. Ist wieder mal ein Automatikgeschütz, was uns auch direkt entdeckt hat. Der Damage von dem Teil ist schon echt geil. Schieße ich gern mit. Ist einfach in Selbstverteidigungsmodus gegangen. Terminal, gucken wir uns auch mal das an. Gibt es mehr Aufschluss? Passwort erforderlich. Okay. Wrath. Cool. Instant getroffen. Ja, hab einfach mein Glück hoch. Turmsteuerung. Dann die Turmsteuerung Firmware. Bitte seien Sie vorsichtig, denn Sie stets von aus, dass Türme geladen sind und scharfe Munition verschießen. Über Verteidigungssystem. Systemdiagnose. 0% offline. Okay, ist eh nur der eine. Kann man auch sicherheitshalber deaktivieren, aber ist dann, glaube ich, eh wurscht. Das wäre die andere Variante gewesen, es zu lösen. Aber wir haben es einfach zerstört. Wir haben Lasergeschütze und Fusionszelle, biometrischer Scanner, Gewicht 3, Glasfaseroptik, nukleares Material, Sicherung. Ja gut. So. Es wirkt jetzt... Was? Fumigus Lötlampe. Nee, die brauchen wir auch nicht. Aufzug öffnen. Ich nehme die Schrotflinte. Psst. Dort drüben. Komm ran, Dogmeat. Nach unten. Nach unten? Scheint's heiß zu sein.
Oh. Ist das hier ein anderer Eingang oder ein anderer Ausgang? Geil, 13.30 Uhr. Boah, meine Nachbarn haben echt gutes Timing. Wait. Falle ich doch dann runter, oder? Komme ich hier wieder hoch? Ich hoffe, ich komme hier wieder hoch. Ich glaube, das ist einfach ein anderer Eingang. Kann das sein? Kann die abschießen? Diese Affen. Kronkorkenmine. Ist einfach eine fucking Mine mit dem Affen dran. Huh. Sie fragen mich jetzt weiter unten oder weiter oben? In meiner Logik ja weiter unten, aber. Okay, ein Sportbereich. Okay, hier gibt es diese Protektoren anscheinend. Das ist doch so, ist das nicht so ein Protektor-Ding. Einkaufskörbe. Baseballhelm, Baseballhandschuhe. Ausgelaufenes Öl. Zeichen festgestellt. Dogmeat, wo bist denn du rein? Ach, du bist ein doof. Waffenwerkbank. Können wir jetzt in der noch irgendwas verbessern? Der hat schon einen kalibrierten Verschluss. Wieder Schaden durch kritische Treffer. Kurzer Lauf, verlängerter Lauf. Reichweite, Wert. Finde ich eigentlich schon ganz geil. Erhöht einfach die. Ja. Würde ich mal reinbauen. Komfortgriff hat er schon. Standardmagazin, großes Magazin können wir nicht. Leuchtwedel-Reflexvisier. Erhöht die Präzision nochmal. Reflexvisier-Kreis. Reflexvisier. Combat Scope. 2,5-fach will ich nicht, aber in der Reflexvisier will ich, glaube ich, schon drauf bauen. Keine Mündungsbremse. Okay, haben wir das. Impro-Pistole, Impro-Pistole. Wir haben hier eine doppelläufige. Den Lauf kann ich nicht. Brauche ich Schrauben? Fuck, die habe ich gerade verbraucht. Wait, wieder habe ich eine Minigun dabei. Ist das die, die der Hund hat? Wieso habe ich eine Minigun dabei? What the fuck? Pistole, Big Jim, Impro-Repetiergewehr. Schweres Jagdgewehr. Hier ist die Frage. Ein Combat Scope brauche ich halt Schrauben. Kriege ich leider nicht drauf. Kompensator brauche ich mehr Skill. Schnelllademagazin hat das Ding schon. Einen kurzen Kolben, vollständigen Kolben. Macht das irgendwas? Erhöht Rückstoßdämpfung. Präzisionskolben. Kurzer Lauf, kurzer leichter Lauf, verlängerter Lauf wird die Präzision massiv erhöhen. Schweren Verschluss hat es schon. Scharfschützengewehr, Revolvergewehr. Impro Scharfschützengewehr, maximale Kapazität. Das Magazin würde ich gerne rausnehmen. Und dann bei dem anderen, das ich benutze. Impro-Revolvergewehr? Nee. Nee, wo ist es denn? Habe ich kein Impro-Scharfschützengewehr mehr drin? Ich hatte es doch vorhin noch drin. Mit Impro-Bajonett. Hier, schwer Impro-Scharfschützengewehr. Standardmagazin, Trommelmagazin. Herstellen kann ich es nicht, aber ich kann es trotzdem, wenn ich es schon habe, dran bauen. Okay. Gut. Haben wir das geklärt?
mit Leuchtvisier 10mm Pistole, kalibriert taktisch. Ja, ich würde das mal verlassen. Luftschutz, was? Luftschutzkeller Boston, wo bist du? Wait, das hätte ich lesen können, oder? Luftschutzkeller Boston, wo bist du? Das hätte ich anhören können. Schatz, mir wurde gesagt, dass ich die Kinder an einen sicheren Ort in der Nähe des Fitnessstudios bringen soll. Geht es dir gut? Das ist alles nur meine Schuld. Ich habe dich davon überzeugt, dass wir all das hier für den schlimmsten Fall brauchen. Schau, was passiert ist. Alles meine Schuld. Sensoren muss eindeutig. Wenn du zurückkommst. Moment, die Kleine hat wohl Hunger. Shh, alles gut, mein Baby. Nicht weit. Einen Crit voll? Ne, hab ich nicht. Oh, nice! Da kam wieder der Mysteriöse, der One-Tapped. Geilo. Oh Gott. Wieso habt ihr so viel... Moment. Wir müssen kurz nebenbei futtern. Das ist wieder kein, ne?